langsam. Spielt man Singed mit Ahri? Nehmen die nicht immer alle Aftershock mit? Wie hart findest du Shaco zu spielen und lohnt es sich, ihn zu mastern, deiner Meinung nach? Hast du, warte mal, wie ist der Name? Rengar on top. Hast du dir schon mal die Saw-Filme angesehen? Hast du dir schon mal die Saw-Filme angesehen? Ja, wieso? Aber pass auf. Du weißt doch, da gibt es doch immer diese Spiele, ne? Meistens musst du dir selbst irgendwie wehtun, dich verletzen und du kommst dann mit deinem Leben davon. Ja, und wenn du irgendwie Scheiße baust, bist du instant tot. Dasselbe ist auch Shaco, ja? Du musst dir selbst wehtun, du musst dich selbst verletzen, du verlierst Gehirnzellen, du verlierst deine Seele, wenn du spielst. Aber wenn du, ne? Und wenn du es schaffst, dann gewinnst du. Du gewinnst dein Leben. Also LP. Leben, LP, beides beginnt mit einem L. Wenn du aber einen Fehler machst, Digga, dann bist du instant tot, dann wirst du zerfleischt. Und das ist Shaco-Gameplay, meiner Meinung nach zumindest. Also Shaco kann, wenn du ihn wirklich sehr gut spielen kannst, wenn dein Name nicht Chaclone ist oder sowas, kann er echt sehr viel, warte mal, ich stimme. Kann er echt sehr viel machen. Ja. Aber wenn du halt nicht er bist, dann bist du mal wieder ein Spieler. Aber du hast ja keinen Fehler erlauben. Oder Pink Ward? Warum Pink Ward? Ich kann über Pink Ward nichts sagen, Leute. Ich kenne ihn nicht. Also ich weiß, dass er existiert, ne? Klar. Aber ich weiß nicht, ob er gut ist oder ob er schlecht ist. Dark House for Electric Cure. Also ich würd tendenziell sagen, wenn du ein schlechterer Spieler bist, nimm auf jeden Fall Nimm auf jeden Fall Electrocute mit. Dark Harvest ist sehr Snowball-lastig. Finde ich voll nice, Seit diesem Buff kannst du echt. Sag mal, kann es sein, dass ich heute voll oft Aurelion sehe? Leute, hier ist halt nochmal dieser Dingens-Buff ganz nice. Dass die Frosty länger hält. Jetzt kann ich hier die Kuh schon mal aufladen. Und dann hier ein. Ey, ich hab das doch sogar gepinkt! Kannst du Triple Q einfach auf die Crocs machen? Scheiße, das Minion ist mir da reingelaufen. Egal, das ist ein guter erster Base für mich.
Gehen wir nochmal eben ins Minus. Für 4 Boots kann man halt ins Minus gehen, das ist in Ordnung, finde ich. Kannst du mal einen Rengo-Guide machen? Klar. Ich soll da kaufen, kurz zeigen. Also pass auf, immer wenn ein Champion, ein großes Monster, also irgendein Champion, ein großes Monster oder ein Kenny-Minion stirbt, wird eine Seele gedroppt, okay? Die leuchten dann hier so rot. Wenn du diese Seele einfängst, bekommst du den Buff. Wenn du danach innerhalb eines Zeitraums von 20 Sekunden einen Champion angreifst, kriegt er extra Damage. Du musst ihn mit einem Auto-Attack angreifen. So, dieser Damage stackt ins Unendliche hoch. Je mehr Seelen du hast, desto mehr Damage hat es, ne? Moment. So, das Interessante aber ist, wenn du 150 Seelen hast, hält dieser Buff nicht 20 Sekunden, sondern ich glaube 3 oder 5 Minuten. Weil ich gegen Soda spiele, wenn er online ist. Sollte er heute online kommen, werde ich versuchen, ihn zu Q-snipen. Ist nicht? Nein, nein, nein. Wenn du ins Minus gehst, zahlst du 50 Gold extra, nachdem du den Spawn verlassen hast. Boys, was macht ihr überhaupt in diesem Game? Bastard. Das war echt clean geexecuted, Mann. Das war ein perfekter Auto-Reset nochmal mit drin. Er wird Krabbe machen, ich kann ihn abfangen. Er weiß, dass ich hier bin, oder? Bringer, Off-Tank, Weibel, auf jeden Fall. Ich muss irgendwo eine Ward sein. Lol, Proxy, Baby. Ey, yo, Kane ist Bot. Kane ist immer noch Bot. Lol, NP, Bro. Ich gebe ihm wenigstens die Minions. Sorry, but it was a stack. Ich war noch kurz auf das Gold. Muss aufpassen, ihr dürft echt nicht ins Minus reingehen. Das kostet euch das 50 Gold extra. Warte mal. Flashes? Du dreckiger Bastard, Als ob ich nicht weiß, wie man eine Full-Kombo macht. Ja, Leute, normal one-shotte ich den. Der ist Level 7, ich bin Level 8. Ich bin gefeedet. Ich hatte auch noch Dark Null an. Du Wichser, dich bring ich um. Lol, der ist komplett squishy. Den töte ich. Okay, er ist tot. Leute, die Pflanze anzugreifen war hier ganz wichtig für mich.
Weil ich konnte dadurch meine Ferocity länger aufrechterhalten. Dieser Buff ist so dumm, ey. Wie kommt... Und dann konnte ich ihn halt triple tunen. Wie kommt Riot darauf, zu sagen, ey, wir erhöhen diese Dauer von 6 auf 8 Sekunden? Sie haben doch die Dauer der Q genervt. Leute, Q konnte man davor, die Fero Q, konnte man für 6 Sekunden halten. Haben sie auf 4 Sekunden genervt, damit Leute Triple Q nicht ganz so hart abusen, ne? Aber jetzt erhöhen sie einfach, wie lange man die Fero behalten kann. Damit ist der Nerf doch weg. Warte, bevor er den umbringt. Bastard. Hey, und lass es keinen sterben, lass es keinen sterben! Bastard. Ich habe ein Combo-Video, ist auf YouTube. Einfach anschauen. Nein, ich denke nicht, dass wir länger in der LCS sind. Hey, can you maybe just don't do stuff when I'm not around? Ich glaube, mein Team trollt mich oder sowas. Nee, da kann ich nichts machen. Ich weiß gar nicht, was die alle machen. Ich kann das Game 1v9 carryen. Passt auf, Boys. Lol, meine Q ist ausgelaufen. Scheiße. Egal, die sollten fein sein, oder? Oh ne, oder? Töt ihn, töt ihn! Einer noch! Oh, schade. Mann, ey, was hatte denn noch? Sams! Das kann echt nicht sein. Er hat nicht mal den Minion-Dematchalizer dabei. Gegen Aurelion. Ist nicht so lecker. Ups, warte schon. Und jetzt stirbt er auch noch 1 gegen 1? Wow, ich hasse Aurelions, ey. Ich hasse das. Immer diese One-Tricks Aurelions. Du weißt immer, wenn jemand Aurelion spielt, ist er One-Trick. You get... Also Sola würde Hardcore Kerin Kappa Hehe XD. Wenn ihr gegen Aurelion spielt, Leute, als Midlander immer den Minion-Dematchalizer mitholen. Einfach nur, damit ihr gegenpushen könnt. Weil Aurelion macht ja nichts anderes. Der pusht euch ein und dann roamt er. Wird er gedrift? Ist hier eine Ward drin? Top Lane.
Okay. Das muss richtig geklatscht haben, ja. Okay, jetzt kann ja Dark Noodle zweimal abusen für den Tower Damage, oder? Ja. Das ist das erste Dark Noodle, da ist das zweite. Ich hab meine Combo verschissen. Scheiße. Der hätte sterben sollen. Verdammt. Ich hol mir das Edge. Ah, ich hol mir das Edge schon. Ja, der kann, der Nachricht kommt von mir, der gibt mir so auf die Nüsse. Gleich nach, dass ich den wegbekomme. Mute, so perfekt. Okay. Ich komme vor den an. Ich komme vor den an. Ah, nein, sie hat den Zion erwischt und nicht mich. Sexy, ja. Leave only a trail of bodies! Only a trail of bodies! Holy shit, ich mache hier eigentlich gerade 1v9. Das kann ich eigentlich nicht riskieren. Like, wir wussten noch, dass er da ist. Duh. So, das, hier. Das Edge of Night ist hier einfach sehr wichtig. Singed Fling. Aurelion mit seinem Stun. Beziehungsweise die kicken einen zuerst weg, danach stunnen sie einen. Aurelion generell, wenn er mich irgendwie kombon möchte. Da habe ich auch Regen gesagt? Ich meinte Alistair. Das war das Soda-Cosplay, ne? Vom Ezreal. Der Typ ist sehr bekannter Cosplayer. Hä? Achso. Ey, actually, Gobi, 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 Gobi. Ah, kommt drauf geschissen. Auf die 50 Gold ist echt geschissen. Ha, ein Kumpel und ich abusen gerade Rengar Jungle mit Full Tank Fiddle Top. Er geht Max Q nach dem Motto Campen. Was ist Q, Max? Was ist Fiddles Q? Oh.
Wow, all me bitches, all me. Ah, du, weil ich gefädelt hab. Der 4, echt? Ja, wenn das funktioniert, warum nicht? So, I don't know, ich kann dir nicht sagen, ob es gut ist oder ob es scheiße ist, aber wenn es funktioniert. Was hat denn der sich da weg? Der hat null Armor. Denkt er, ist Tank oder was? Warte, wie viel jemand Nash? Weiß ich das? Stehen geblieben, just in case, falls jemand kommt. Better Jungler wins, by the way. Hä, lol, warum bin ich gesprungen? What? Ich bin tot, 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 ich bin tot. Okay, warte, wer ist hier jetzt wo? Er ist da. Er ist da. Ich habe meine Bruder nicht geworfen, ich Affe. Oh mein Gott. Rengar, Main, by the way. Vergiss deine Bruder. Hallo? Sir, würden Sie bitte damit aufhören? Rengar, Main! By the way! Fuck, ich hätte Ezreal umbringen können! Hashtag Team Sola. Leute, das schreiben wir jetzt nur für die Kate hin, okay? Sie ist der Meinung, Sola wird gewinnen. Warum soll Warrior zuerst nicht viable sein auf Rengar? Tiamat ist zu strong. Tiamat ist. Du, ohne Tiamat kann ich Raptors und Crux nicht richtig clearen. Zudem ist es auch zum Combo machen sehr. Zum Combo und sehr angenehm. Was du ja auch nicht vergessen darfst, es ist auch generell ein gutes Item, weil 100% meiner AD wird ja, geht ja in AOE über. Aber warte mal, kann ich nochmal mir einen Pot kaufen, ne? Weil ich springe ja eh direkt an den Gegner ran und dann kann ich die Scheiße ziehen. Und Rengar hat halt sehr viel AD. Rengar hat halt sehr, sehr, sehr viel AD, weil Bone Tooth. Ja, Leute, ich habe Level 3 Ulti. Okay, kann ich hier jetzt schon noch reingehen? LOL! Ich konnte nicht mal Q'en. Scheiße. Fucking Kate, ne? Nee, ich bin noch nicht full build. Ich muss das hier noch upgraden, dann muss ich Schuhe noch verkaufen. Manchmal hole ich mir auch das rote Smite, aber es war hier nicht notwendig. Nicht in dem Game. Ich war so gefeedet. Ich mach das gegen sowas wie Lee Sin, Kha'Zix, Jarvan, Xin, solche Champions. Dann lohnt sich das. Sonst bin ich kein Fan von. Ich sacke so hoch, Schwanz. Dant, da, dant, dant, dant. Ich sacke Schwanz, da, da, dant, da. Ich hab meine Bola wieder nicht geworfen. Wieso werfe ich meine Bola nicht? Deka said that he thinks Tiamat isn't necessary in every situation on Rengar, saying that clearing Crocs and Rappers isn't as much of a problem as we think. What do you think of that? It depends on playstyle. Like, if you're someone that likes to gank a lot, even without ultimate, you can skip it. But if you don't, then go for Tiamat. Overall, it's just a good item. At least in my opinion, there's no situation where you shouldn't get it. Since farming is always a good way of recovering in the game, once you're falling back.
Nee, Leute, DK ist auch ein guter Ringer. Also ich mag ihn persönlich nicht, aber er ist ein guter Spieler. Der einzige Grund, warum du dich immer noch holst, ist zum Texten, du Wichser. Das musst du. Das muss nicht jeder wissen. Das muss nicht jeder wissen. Wen honor ich denn? Müll, Sion.